Hallo, ein Tortellini-Auflauf mit Rahmacremefin 7% als Ersatz für Schlagsahne, den gibt es heute. Der Auflauf ist jetzt aber immer noch keine Diätkost, aber das soll er auch nicht sein. Fett ist nun mal auch ein Geschmacksträger. Ein komplett fettfreier Auflauf ist bestimmt ganz toll, nur wirklich schmecken wird er nicht. Hier schon mal die Zutaten. Gekochte Tortellini oder andere Nudeln, Kochschinken, Käse und so weiter. Fangen wir gleich mal an. Man gibt alle Zutaten der Reihe nach in einen Topf und erhitzt das Ganze vorsichtig. Man kann ja auch Creme fraiche nehmen. Ihr könnt das Rezept wie immer als PDF-Datei drucken oder speichern. Link in der Info und in der Beschreibung. Ich habe den Schmelzkäse selber gemacht, aber gekaufter geht natürlich auch. Ich hätte ihn nur etwas eher aus dem Kühlschrank nehmen sollen. Selbstgemachter Schmelzkäse muss natürlich gekühlt gelagert werden. Gut vermischen und wie schon gesagt vorsichtig aufkochen lassen. Man nimmt sich da am besten etwas Zeit. Brennt das Ganze an, ist es ruiniert. Da lässt sich dann nicht mehr viel machen, wenn es passiert. Jetzt das Ganze würzen. 2 Teelöffel Kräuter. Ich habe hier jetzt Oregano genommen. Andere gehen aber auch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Denn in der Brühe und dem Kochschinken ist überall schon Salz drin. Die Pilze hier sind jetzt aus der Dose, frische gehen aber auch. Das Ganze lässt man jetzt für 5 Minuten leicht kochen. Dann nimmt man den Topf vom Herd und gibt die gekochten Tortellini oder andere Nudeln dazu und vermischt alles sehr gut.
So, jetzt füllt man alles in eine große oder wie ich es mache, in drei oder vier kleinere Auflaufformen um. Ich mag das so aufgeteilt in Portionen lieber. Ich mache hier drei Formen, aber für vier Personen sollte es auch reichen. Die Auflaufformen habe ich vorher mit Backspray eingesprüht. So, jetzt gibt man noch den Käse über den Auflauf und dann geht alles in den Backofen bei 200 Grad. Ja, der Auflauf ist fertig. Noch etwas Petersilie oder Schnittlauch darüber geben und gut ist. Ich finde, es schmeckt ganz gut. Ich hoffe mal, das Video hat gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Abo und so weiter wäre nett. Ich sage dann mal bis dann, ne? Tschüss!